So, hallo. Ich habe mich spontan entschieden, noch einen kurzen Lightning Talk zum Thema isometrische Karten mit OSM to World einzuschieben. OSM to World soll hier nicht das Thema sein, denn darum geht es morgen hier in diesem Raum um 9 Uhr im OSM 3D-Block. Da wird das zusammen mit anderen Tools, die mit 3D zu tun haben, vorgestellt. Worum es hier gehen soll, ist ein kleines praktisches Problem, das wir mit unserem 3D-Renderer hatten. Wir haben da ein Programm, das kann schöne, echte 3D-Modelle, die man von beliebigen Perspektiven sehen kann, von Gebäuden mit Dachformen, von Straßen mit Spurdarstellung und so weiter erzeugen. Aber wir haben keine Client-Anwendung, die diese Modelle, die OSM to World erzeugt, so darstellen kann, dass ein unerfahrener User sie navigieren und ansehen kann. Aber Mapper brauchen eigentlich ein sichtbares Ergebnis von ihren Bemühungen, weil ansonsten hat man nicht die Motivation, rauszugehen, Straßenspuren oder Dachformen oder sowas einzutragen, wenn man es nirgendwo anschauen kann. Wir haben dann uns entschieden, eine einfache Lösung zu wählen, nämlich eine etablierte Bibliothek, OpenLayers, zu nehmen und die zur Visualisierung der Ergebnisse des Renderings einzusetzen. Natürlich kann OpenLayers jetzt von sich aus keine 3D-Darstellung machen, sondern nur zweidimensionale Kacheln. Aber man kommt zu einer ganz guten Näherungslösung, wenn man die 3D-Modelle einfach in isometrischer Perspektive rendert, 2D-Kacheln auf diese Weise erzeugt und die dann klassisch auf einer Webseite mit OpenLayers einbindet. Wie das aussieht, führe ich hier gleich mal vor. So, das ist die vertraute OpenLayers-Ansicht mit Zoom-Funktion, mit Layer-Switcher und man sieht eine relativ schnell gerenderte Darstellung von 3D-Modellen. Nicht besonders optisch aufwendig, weil wir wollen ja ein relativ großes Gebiet damit abdecken können, aber man erkennt zumindest die Dinge, die man dort vorher als Mapper bei OSM eingetragen hat. Ob das jetzt der Spattplatz ist oder die Form der Mittellinie der Straße oder eben die Dachform von Gebäuden wie diesem hier. Ja, momentan haben wir diese Karte, wenn man etwas rauszoomt, noch nicht allzu großflächig angeboten, sondern nur für das Gebiet von Bayern. Das ist aber eigentlich nur eine Hardware-Einschränkung. Wir planen demnächst auf einem größeren Server zumindest eine Deutschlandkarte in diesem 3D-Stil anzubieten. Ende der Woche gehen wir aber erstmal live mit dieser Karte mit Bayern. Spätere Aufrüstungen kommen dann später. Natürlich, immer wenn man so eine schnelle Lösung, die eigentlich nur ein einfaches Resultat bringen soll, aufsetzt, kommen schnell die weiteren Feature-Wünsche. Also man soll die Ansicht vielleicht rotieren können oder man soll OpenLayers ein bisschen dazu überreden, dass es mit Teils von nicht quadratischer Form besser umgehen kann. Wenn jemand sowas kann, dann kann er sich gerne bei uns melden oder bei mir auch nach dem Vortrag und sagen, wie wir das einbauen können. Für alle anderen einfach mal die OpenStreetMap-News-Kanäle verfolgen und ich denke, Ende der Woche können wir dann eine fertige Version von dieser Karte vorstellen. Dankeschön.